Industriebetriebe mit Biomasse heizen ist keine große Herausforderung mehr. Man sieht hier zweimal SR 800 kW, wo man den ganzen Betrieb mit Wärme versorgen kann. Und dadurch spart man sehr viel CO2 ein. Daher hat sich die Firma Welzer-Profil entschieden, hier von fossil umzusteigen auf die Biomasse. Das Thema Nachhaltigkeit ist bei Welzer auch natürlich ein Thema. Und im Rahmen von Nachhaltigkeit schaut man natürlich, dass man wegkommt von fossilen Brennstoffen. Und da haben wir uns dann für eine Hackschnitzelheizung von Hagassen entschieden, weil natürlich auch die regionale Verbundenheit zu unseren Holzlieferanten auch ein wichtiges Thema war. Wir versorgen unser Technologiezentrum mit ca. 10.000 Quadratmeter Bürofläche und Produktionsfläche seit Herbst mit Nahwärme von Hagassen. Hier auf diesem Standort in Ypsitz ist ein neues Heiz ausgebaut worden mit einer Größe von 20 x 20 Meter. Hier haben wir zwei Industriekessel platziert, also die Magno-Serie, die Stufenrost-Serie mit 2x800 kW Leistung. Die fahren wir in Kaskaden, das heißt in Serie geschalten, um hier dementsprechend leistungsbezogen hier die Wärme erzeugen zu können. Was man hier nicht so sieht, ist hier, dass der Hochgurtbunker unterirdisch ist, also ein Schubbodensystem. Und über das Schubbodensystem wird dann das Hackgut zum Kessel transportiert. Hat einen großen Vorteil, dass wir hier sehr wenig Platz braucht haben. Hier sind die E-Filter platziert, hier wird der Feinstaub reduziert und dann wird der Abgas, das Rauchgas, dann über den Kamin nach außen geführt. Es ist so, dass hier insgesamt 1600 kW Wärme produziert wird und über eine Fernwärmeleitung wird die Wärme in den Produktionsbetrieb und Büro geleitet. Hier haben wir eine Zentralentaschung, wo die Zyklonasche und die Asche selber hier mit einem Aschenfördersystem automatisch gefördert wird. Hier dann über ein Hochschneckensystem nach draußen in eine Mulde mit 7 Kubik. Der Kunde hat hier sehr wenig Wartungsarbeiten bei diesem System, was ja sehr wichtig ist, um die Betriebskosten und die laufenden Kosten sehr gering zu halten. Was auch ein wichtiger Faktor war bei der Planung ist, dass die Versorgung sicher dargegeben ist über die Feiertage. Und somit haben wir hier noch einen Hackgutbunker, wo man mindestens ein Volumen von 200 Kubik lagern kann und somit auch die Sicherheit hat, dass genug Hackgut über den Winter da ist. Was uns wichtig war, dass die Planung und Bauphase in der Sommerzeit passiert, um hier im Betrieb da störungsfrei auch noch arbeiten haben zu können, ohne dass da einen Einfluss auf die Wärme gegeben hätte in Produktion und Bürobereich. Wir haben es geschafft, in 20 x 20 Meter in den kleinen Heizraum, dass die Firma Welzer-Profile von fossil weggekommen sind und hier CO2-neutral Wärme jetzt produzieren.